Jo, Freunde, was geht ab? Ich bin voll komischer YouTuber geworden oder so, ja? Warum? Bruder, MMA, Fibo, was passiert hier, Digga? Bruder, ich fühle mich hier wie auf Crackermänner. Wir sind jeden Tag irgendwo, oder? Auf jeden Fall, Freunde, wir sind heute auf der Fibo. Ich hab mit Fibo, Mibo... Gar nichts zu tun. Wallabilla, also, ich weiß nur, du gehst hier mit nichts hin und du kommst mit richtig viel raus. Und das ist heute die Challenge. Pass auf, Bruder. Nicht, dass du überfahren wirst. Bruder, jeder ist hier breit, Alter, ja? Wallah, ja? Kann sein, dass wir heute auch Schläge kassieren werden, aber kein Problem, ihr wisst, Türken, Digga, wir brauchen keine Muskeln. Wir haben Ehrgeiz, wir haben auch manchmal... Gene. Ja, Digga, Gene. Die Väter haben damals gegen Ziegen gekämpft. Haben. Yeah. Freunde, wir gehen rein. Ich weiß nicht, was heute passiert. Wir sind auf jeden Fall heute auf dem Stand von, oder beim Stand von Smilodogs. Ja, lass direkt zu Uwe gehen. Und bei Uwe fangen wir auch an. Ich habe keine Tasche mitgenommen, nur aus dem Grund, weil ich weiß, es gibt Smilodogs-Taschen. Sonst hätte ich meine eigene Koffer hätte ich mitgenommen. Bevor wir überhaupt Salamu Alaikum sagen, ich will die Tasche haben. Du brauchst auch eine Tasche. Für meine Mutter auch. Yeah. Ich will, dass meine Mutter mit Smilodogs am Ort einfach Rewe einkaufen geht. So. Meine Onkels und Cousins sollen in Türkei Smilodogs tragen. Die sollen die anderen auf der Straße verarschen mit, dass das neue Louis Vuitton. Yalla, wir gehen rein. Es hat schon angefangen mit, wir haben direkt schon Wasser in die Mann. Bekommt ihr das mal alles umsonst, ne? Aber ich habe Nein gesagt, weil ich trinke nur Vitavate. So, ich sag euch ehrlich, ne? Ja, also... Ja, also so, ne? Meine Mutter hat gesagt, nereye belles, oraya yelles. Stark, Digga. Die haben gerade nach Tickets gefragt. Guck mal, was Uwe uns für Tickets geschickt hat. Einfach Ali, Dima, Bruder, das ist das Herzste. Kimberly, Nina Klaus. Heißt einfach Kimberly. Ja, hier ist ein Hassan, ein Mehmet und hier ist ein Kimberly. Was geht ab? Auf jeden Fall, die Frau fragt, kann ich die Tickets sehen? Ich mach extra so. Ich wackel das die ganze Zeit, damit sie oben diesen Namen nicht sieht. Ey Leute, guck mal, die machen Marathon. Maus, komm, die laufen einfach, guck mal. Ey, man bekommt die Komplexe, ja. Ich sag euch ehrlich. Der eine ist breiter als der andere. Ich komm hier mit meinem LKW, Göbek, Amelakem. Gib mir einfach. Guck mal, der dachte, er geht Go-Park. Ey Leute, ich will nur Schokoladenriegel und Klamotten, mehr will ich nicht. Was geht, alles klar? Salam, Moruk, Amelakem. Panzer, ja, Panzer, Wallah, stark. Maus, geh mal hin, sag mal. Sagst du, du Schmatz? Denkst du mit deinen Muskeln, du kannst was machen? Ja, immer weiter. Leute, es ist so voll hier. Digga, ich weiß gar nicht, was hier abgeht, ja. Und das Schlimme ist, ich muss zum Stand von Smilodogs gehen und finde jetzt hier Smilodogs, Bruder, ja. Das sieht alles aus hier wie Smilodogs. Leute, wir haben Smilodogs gefunden. Wir beginnen erst jetzt rein, Digga. Boah, hab ich Bock, da ganz so 3-4 Pakete mitzunehmen, ja. Wai, guck mal diese Klamotten an, ja. Ey, wir haben es geschafft, wir sind im Lager. Genau das wollte ich sehen. Diese Lager wollten wir sehen. Jackpot. Smilodogs hat auch Riegel. Und lass mich nicht entgehen. Ich will. Was kannst du mir empfehlen? Mio-Subs. Neo-Subs. Jawohl, Alter. Genau so will ich das hören. Ich probiere alle durch. Wir machen jetzt keinen Döner-Test. Wir machen jetzt Joko-Riegel-Test. Ich habe auch so Hunger, ne? Der Crispy Pop. Ja. Ja. Straßenteller-Flavor. Allüren. Ja, gar keinen Geschmack. Adam, der Fisch ist da. Das ist nicht so mein Geschmack. Oh, ja, das ist meiner. Walla. Ja, ich finde den gut. Knallgeschmack, den Geschmack von Gewitter. Ey, bis jetzt der beste, der hier. Oreo muss mal was schmecken, Digga. Ne, der ist der beste. Das ist der Shit. Aber ich weiß bis heute nicht, was der Sinn ist an einem Proteinriegel. Ich esse das Ding, danke, dass du Schokobons haben wir darin. Also, Bruderherz. Davon auf jeden Fall so Kartons. Kennst du LKWs? Ja, LKWs, super. Alter, wie viele Leute auf Belles Klamotten warten, Digga. Wenn die wissen, dass ich alles schon eingepackt habe, es gibt gar nichts mehr. Lager ist ausverkauft, alles weg. Geile Kanone, Alter. Auf jeden Fall, Dennis soll es auch am Start. Ey, Bruder, gib mal her diese Waffe. Gib mal her diese. Bruder, wie geil ist die denn? Kann ich einfach schießen jetzt? Ja, lad mal auf, stark. Ist das vollautomatisch? Ja, Digga, ich wollte doch schießen, Alter. Okay, die Pistole wird aufgeladen. Kann man auch damit was anderes schießen? Alles, was du willst. Okay. Ja, bei dem einen oder anderen Rapper wird das Ding durch die Niere gezogen, ne? Durch die Lunge. So, wir distanzieren uns von Lachgas, meine Damen und Herren. Die denken jetzt, die kriegen nicht das von mir, die kriegen nur Schweißbänder von mir. Die ganze Bazooka wird gefüllt mit Schweißbändern. Pass auf. Kennt man das Fest, Alter? So, Freunde, wir verarschen jetzt Kinder. Pass auf! Du bist gestorben, Junge! Ach so, ja! Ja, okay, ich dachte, da kommt ein bisschen Dings, ja. Ich hab zu viel erwartet. Aber du hast die Hälfte schon vorher rausgetan. Ja, okay, stimmt auch. Bruder, der hat Fellertrikot! Warte! Boah, Bruder, der muss sich was klären, warte mal kurz. Jawohl, Alter, stark, danke schön. Wo ist der mit Fellert? Da!
du kriegst das hier, du das hier, okay? Wie soll ich das schaffen? Bruder, er schafft's. Bruder, wenn ein anderer nimmt, schlag ihn, okay? Das ist deins. Nein! Scheiße, Alter. Ah, ja, komm nach vorne, komm nach vorne. Jawohl, jawohl, komm nach vorne, Junge. Hier, komm jetzt. Ja, jawohl, Alter. Das ist deins. Stark, stark, bester Mann. Ich muss ein bisschen an meine Community kommen. Du, genau, du, ja, ja. Du kriegst das. Jawohl, nein, nimm. Stark, stark. Guck mal, der hat sich fast geschlagen. Wo ist einer, der mich kennt? Ah, oh, stark. Okay, stark. Ich mag Albaner. Der ist für dich. Der ist für dich. Alter, lauf, fang diese. Nein! Nein, scheiße, Alter. Bruder, diese Schweißbänder, bitte, ja. Walla, ja. Lass sie mal loswerden, Digga. Lass sie mal loswerden, ja. Walla, ja. Lack, er schneit. Guck mal, den da, er hat richtig runter. Guck mal, was. Schmeiß mal Karton raus. Schmeiß mal, lass das ganze Karton rausschmeißen. Bruder, er schneit, Alter. Ja, Jungs, hört mal auf zu schmeißen, Digga. Das ist scheiße, Alter. Ja. Hört mal auf zu schmeißen, Digga. Maus, Valorant einfach. So sieht Valorant in echt aus. Einfach, es kommt ein Wandalskin so raus. So einfach. Wir haben gerade ein Druckbild gemacht. Ihr müsst euch das Bild mal reinziehen, ja. Ich guck links von mir 2 Meter, rechts von mir 2 Meter. Ja, Bruder, was passiert hier? Hast du das Bild gemacht gerade? Zeig mal bitte. Guck, achtet mal das Bild, Digga. Guck mal, wie breit die alle sind. Und dann ich mit einfach mit LKW-Körper. Wir machen gerade die Bestellung, die Liste, was wir alles mitnehmen. Er hört einfach nicht auf. Es ist eine Minute. Maus, er hat das zu ernst genommen. Junge, ich hab mich geschämt, Alter. Ja. Also Mutter. Okay. Ey, Maus, guck mal, Chat, wir wollen ein bisschen Content machen. Ihr wisst, ich und Maus, wir streiten uns immer über GameSense. Jetzt geht's um AimSense. Aim. Oder Gain. GainSense. Gain. Wir machen mehrere Sachen. Egal, was wir sehen, wir gucken jetzt, wer hat mehr GainSense. Wir fangen mit einer Challenge an, okay. Die du da besser bist. Okay, 5 Bälle, ja? Jeder hat genau 5 Bälle, okay. Okay. Wie viele reingehen? Okay, dann brauchen wir auch nicht so lange. 5 Bälle, jawohl, er hat schon 2 verkackt. Ja, aber scheiße, oder? Jalla, zeig dein Gain Sense. Okay. Ja, ich hab verkackt, wir machen müssen doch. Mach einfach, Mann. Nein, von vorne. Nein, du hast doch 2 Bälle, du ja. Schwanz. Junge. 5 Bälle, nur 5 Bälle. Ja, du hast schon, das ist dein 4. jetzt. Das ist der dumm, Digga. Ein noch. Du hast 2 reingemacht. Ja. Ich muss nur 3 treffen. Was hat er jetzt gemacht? Ich hab's doch verkackt, Digga. Ich hab mit Basketball nichts zu tun, Digga, ja. Den Punkt gebe ich dir. Freunde, guck mal, hier ist die Bundeswehr. Die machen so Übungen. Aber das Problem ist, Maus, weißt du, was das Problem ist? Die können so lange Bundeswehr gemacht haben, wie sie wollen. Die haben keine Game Sense. Anlern. Die haben einfach keine Game Sense, so wie ich, Bruder. Weißt du? Die haben Aim. Die haben nur Aim. Weißt du? Aber die haben keinen Game Sense, Bruder. Ohne Game Sense bringt nichts. So, wir haben jetzt ein perfektes Gerät bekommen. Yes, you take the challenge? Yes, I want my challenge for Game Sense. Game Sense, you know? We make Game Sense. I know, yes, my friend. We don't have Game Sense. Totally yes, thank you, my friend. We have to make a challenge, me versus him. Yeah, I can so. Ready to go? Yes. What's your name? Maus. He's Maus. Yeah. Ja, zeig mal deine Fantasie, komm. Ah, no Game Sense, no Game Sense, my friend. Yes, my friend! Brain, nervous system, muscles, firing! Yeah! Boah, wow, mit dem muss ich mal Valorant spielen, Alter, ja? Das ist Maus, das ist Brimstone! It's terrible, bro! I say him always, he don't have game sense, ja? I know you're so much better! I'm better! You are better! I'm better! No, first try! It's over, bro! It's over! How much you have? Ah, du bist so scheiße, er hat Stopp gemacht, Junge! Say he's scheiße. Yeah. Okay, again, my friend. Okay, let's go. Then I'll give you 15 seconds. No, I don't need. I have game sense, my friend. I'll learn. Game sense, Bruder. Einfach Augenwinkel. Maus, 10 noch. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, noch, ja. 35. 35, 35, no game sense. Now let's see. Let's see the game sense. Go. Yeah, I'm fast. Let's go, man. Let's go. Rasiert. Rasiert. 2 Sekunden. Weil, like Omen. 1. 56.
40 haben wir nachgegeben, ne? Platz 8. Yes! I'm here. Oder noch ein. But I'm like this. Yeah. Okay. You're tied for third. Top 5. Game Sense in Europe, you know? Er hat die Zeit umgestellt oder so. Bruder, das ist, guck mal, Leute, merkt ihr das? Du musst nicht viel Kraft haben. Du musst wissen, wie du deine Kraft einzusetzen hast. Alumno. Deshalb, ich habe Game Sense, Bruder. Boah, sei mir ehrlich, wie habe ich Mutter gemacht? Hast du gesehen? Hä? Das ist 2 Monate Valorant, Leute. Merkt euch das. Das ist eine Kletterwand, Leute. Und umso höher du kletterst, das Ding dreht sich, weißt du? Und dann sieht man hier, wie weit man kommt. Also die Länge der Kletterei ist wichtiger und welchen Griff man nimmt und die Geschwindigkeit. Wir sind keine Profis, wir sind noch nie in unserem Leben geklettert. Napierenland? Bruder, was? Aber wir können natürlich. Aber, Bruder, ich glaube, er weiß nicht, was wir. Ey, das ist Fliegengewicht, ne, Maus? Du bist Fliegengewicht, fang mal an. Er hat auf jeden Fall einen großen Vorteil. Ja, hat er auch. Ja. Weil er ein Fliegengewicht ist. Und er ein Fettsack ist. Ja. Das habe ich alles nicht gesagt. Ja. Er hat indirekt gesagt, ich bin fett. Aber alles gut. Nee, wenn du ganz recht hast, kommst du aus Köln. Ist los? Ja. Weiter. Es geht um Distanz, das heißt, gib Gas. Maus, du hast gerade mal 1 Meter gemacht, ne? Aber meint ihr, der wird irgendwann aufhören? Das sieht nicht so aus, als würde er aufhören irgendwann, ja? Aha, er hat verkackt! Was passiert? Wie? Warum stoppt das? Nee, du hast gestoppt, tut mir leid. 9 Meter hast du geschafft. Wenn du dich nicht bewegst, dann gibt er dir Zeit. Ach so. Ja, nee, ist vorbei, Digga. Okay, dann bei dir auch stoppt. Ja, Tom, okay. Aber dieselbe Geschwindigkeit wie bei mir. Oh, Mert, stark. Stark. Aber am Anfang war so motiviert. Ja, am Anfang. Ja. Nein. Doch! Ich hatte auch, ne? Sofort hoch, sofort! Ja! Jetzt will ich dich sehen, Opa! Jetzt! Was sagst du? War überfordert auf einmal. Bruder, voilà, ich bin komplett aus meinem Rhythmus raus. Ja, das wir sind war schick hier einfach. Ja, red nicht, Alter. Mein Schütter ist aus dem Griff. Ja. Danke sehr. Vielen Dank. Schön, ja. Viel Spaß euch. Eigentlich haben wir noch Boxautomat am Smiler Dog Stand. Ist vorbei, ist das Ding. Bringt eh nichts mehr. Halb ist vorbei. Guck mal, es geht um nichts, ich hab gewonnen, ich war das zu heftig. Ja, ne. Wenn was wir, willst du denn du hast gewonnen! Ja. Okay, du hast doch gewonnen. Ja. Von mir aus, du hast mehr Game Sense als ich. Aber die wahren Leute wissen jetzt. Oh. Wir haben jetzt viele Challenges gemacht, das war körperlich, Bruder. Ich bin ein Busfahrer, Bruder. Ich hab damit nichts zu tun. Aber bei der Challenge, wo es um Game Sense ging, habe ich gewonnen. Hack oder nicht, Chat? Habe ich Hack oder nicht? Ich hab gewonnen, generell. Okay, du hast den Pokal, Ich gebe dir den Pokal, okay? Danke. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Du hast gewonnen. Das erste Mal in seinem Leben hat er sich bei mir gerade Dings. Auf jeden Fall, wir haben gerade spontan Gazi getroffen. Ich glaube, Leute, folgt ihm auf Instagram. Folgt ihm bei Universal Vorschuss, Bruder. Nach meinem Vorschuss geht ihm so weg, ey, Bruder. Der Sympathischste, der Lust. Du musst mal anfangen zu streamen, Junge. Ich komm zu dir. Ja, komm. Diese Rap-Map und so, das ist nicht, das ist vorbei, meine Bruder. Meine Post-Credits sind so alle Sonderschüler. Sag, auf jeden Fall, wir gehen jetzt zu Charo. Ich wusste gar nicht, dass Charo einen Stand hier hat. Wir haben sowieso Hunger. Und ja, ich freue mich auch, ihn zu sehen. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Freunde, wir sind hier gerade nicht auf der Figo, wir sind hier in deinem Wohnzimmer. Das ist im Wohnzimmer. Figo ist einfach sein Wohnzimmer. Aber was stark. Hier? Ja, dich besuchen. Und du bist auch sportlich unterwegs in letzter Zeit. Ja, bin ich. Ja, ich hab auch riesen Hunger mitgebracht, mein Bester. Bei mir noch genau richtig. Ja, du hast jetzt alle Jungs hier mitgebracht. Ja. Du weißt, ein Ausländer kommt niemals alleine. Boah, schön jetzt Beläsch Sandwich, Pastrami Sandwich. Charo, wie sieht's denn jetzt aus hier? So essensmäßig, mein Bruder. Mach ich dir jetzt was fertig. Ich freu mich schon drauf. Das riecht schon sehr schön, ja. 1, 2. So wird man hier empfangen, ne? Boah, Baksana, back. Boah, ich freue mich echt, das zu probieren jetzt, Alter, ja. Bruder, was ist das für eine Fantasiegewürzguck, Alter? Wow. Bruder, aber diese Gurke, Digga. Fantasie, ne? Weil das Toastbrot auch so weich ist, ne? Dein Maul. Stark, ne? Ey, sag mal ehrlich, Mo. Kein Spaß. Ehrlich, so stark, Digga. Freunde, wir essen jetzt in Ruhe, weil ich möchte das genießen. Das schmeckt echt sehr gut.
Ich gebe dir ein Feedback, bitte. Mega. Ja. Wirklich. Also ohne um bei dir zu schneiden oder sonstiges. Ja, nein, das ist genau mein Geschmack. Ich habe das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben auch Pastrami gegessen. Ich dachte immer Pastrma, aber es ist ja komplett was anderes. Komplett anders. Pastrma, wie wir die kennen, wie du die kennst, ist Rinderfilet. Dann wird das in Lake eingelegt und dann wird das luftgetrocknet. Das ist Trockenfleisch. Okay. Pastrami ist Rinderbrust, das wird auch in Lake eingelegt, aber das wird geräuchert. Okay, Fleisch verstehe. Also du? Der Unterschied ist andere Stelle vom Rind und statt getrocknet, geräuchert. Genau. Aber schmeckt mega, brutal. Ich könnte das sogar morgens essen, weißt du? Das freut mich sehr, Digga. Die militante Veganerin nicht hören. Ja, Bruder, was juckt mich, was sie davon hält, Digga. Sie verpasst sowieso einiges, Digga. Ich küsse deine Augen, hat mich gefreut. Rakete sind auf jeden Fall ready. Ja? Aber wir brauchen noch Ding. Proteinshake. Und diese Proteinriegel. Aber diese Pop, diese, dieses Orangene. Uwe, du rufst mich an, ich ruf dich an. Ey, er ruft mich an, ich check nicht. Ich ruf wieder an, er checkt nicht. Er ruft nochmal an, wir haben einfach, wir checken nicht. Ey, Bruder, ich hab auf jeden Fall hier ein bisschen. Ein, zwei T-Shirts. Für die Community, die weißt du. Ja, genau. Bester Mann, Joshua, ey, sorry, wir haben ihn voll abgefuckt, Alter, ja. Das Lager ist doch leer jetzt. Ja, das Lager ist leer. Mesho, hol deine Cousins, Bruder. Die müssen hier alles wegnehmen, das ist alles zu viel hier. Wir haben auseinandergenommen. Joshua, bester Mann, Alter, ja. Wenn das so weitergeht, Hausverbot, das war das letzte Mal, Digga. Ich glaube, die werden dich nie wieder einladen. Yeah. Leute, wir gehen gerade zum Auto, wir sind fertig. Halb vorbei, guck mal, jeder hat so eine Tüte. Ich habe eine Tüte, ne? Guck mal bitte, Mesho. Guck mal diesen Koden an, bitte. Er hat sogar eine Teekanne mitgenommen. Er wird irgendwo nach Afghanistan fliegen, die haben keine Teekanne. Ich will seinen Verwandten da Teekanne geben einfach, ja, von Smilo Dogs. Irgendwo in Afghanistan, die werden Tee machen mit Smilo Dogs Maus. Bruder, neun Tüten. Kennt ihr diese Scheichs in Dubai, Leute? Laufen so mit 20 Tüten. Ja, du hast dein Vibe gerade, hat nichts mehr gelassen. Walla.